Willkommen auch von mir. Vielen Dank für die Einladung, für die kurzfristige, aber dennoch ehrenvolle Einladung hier in diesem doch sehr schönen Rahmen. Ich möchte einen Vortrag halten, den ich etwas, ja, etwas schnell sozusagen zusammenschustern musste, über Rassismus und Identitätspolitik reden. Das ist sozusagen der, zumindest der Arbeitstitel. Ich hatte tatsächlich nicht die Zeit, mir jetzt einen schönen, prägnanten Titel auszusuchen und beginne auch gleich mit der Einleitung. Im folgenden Vortrag möchte ich versuchen, das strukturell Neue des heutigen Rassismus herauszuarbeiten, indem ich ihn als extreme Ausdrucksform einer umfassenderen rechten Identitätspolitik zu begreifen suche. Kann man mich gut verstehen? Ja? Nicht gut? Noch lauter? Leiser? Also lauter oder leiser? Lauter. Ja, zunächst werde ich versuchen, also ich gehe in drei Schritten vor. Zunächst werde ich versuchen, den Zusammenhang von Antirassismus und Identitätspolitik herauszuarbeiten. In einem zweiten Schritt werde ich Ihnen die Genese der rechten Identitätspolitik anhand eines kleinen Märchens zu erzählen versuchen. Im dritten Schritt komme ich konkreter auf die gegenwärtige Polarisierung der Gesellschaft zu sprechen. Der Versuch, das Spezifische des heutigen Rassismus in den Blick zu nehmen, scheint mir nicht nur theoretisch geboten, sondern auch praktisch relevant. Die heutige Polarisierung der Gesellschaft scheint mir viel mit einer verzerrten Repräsentation der jeweils anderen zu tun zu haben. In diesem Sinne hoffe ich, wenn schon nicht zur Überwindung der Polarisierung beizutragen, die sich diese Veranstaltungsreihe zum Ziel gesetzt hat, so doch zumindest keinen Beitrag zu ihrer Verschärfung zu leisten. Erster Teil, Rasse und Identitätspolitik. Fragen wir zuerst, was meinen wir, wenn wir von Rassismus sprechen? Der Begriff Rassismus basiert auf den der Rasse. Statt nun zu fragen, was Rasse bedeuten könnte, was mich zu einem sehr langen Umweg durch die Begriffsgeschichte zwingen würde, frage ich stattdessen konkreter und eingeschränkter, was verstehen wir Bildungsbürgerinnen hier im Westen, besonders in der Schweiz, heute unter Rasse? Auf der Homepage des Eidgenössischen Departements des Inneren, EDI, ist folgende Definition zu finden. Ich zitiere, der Begriff Rasse ist heute in Europa und insbesondere im deutschen Sprachraum wegen seiner biologistischen Konnotation verpönt. In den internationalen Vertragswerken und Ländern wie der USA ist er aber zur Bezeichnung einer sozial konstruierten Kategorie von potenziell diskriminierten Personen etabliert. Was hat es mit diesem abweichenden Umgang mit dem Wort Rasse, seine Vermeidung in Europa und seine Verwendung in den USA auf sich? Welches Problem verbirgt sich dahinter? Das Problem scheint darin zu bestehen, dass zwar die Rede von biologisch verstandenen Rassen wissenschaftlich unhaltbar ist und angesichts gewaltsamer rassistischer Formen der Unterdrückung, Ausbeutung und Benachteiligung, die er hervorgebracht, legitimiert oder begünstigt hat, auch moralisch und politisch vollkommen desavouiert ist. Der Verzicht auf diesen Begriff läuft aber Gefahr, ich zitiere die gleiche Homepage des EDI, dass die Existenz von Rassismus und rassistischer Diskriminierung, Zitat, wie sie von den Betroffenen real erlebt wird, und damit auch die Notwendigkeit von Rassismusbekämpfung in Frage gestellt würde, ohne den Begriff der Rasse. Wenn wir nun genauer hinsehen, können wir hier zwei Transformationen des Rassismusbegriffs erkennen. Rasse wird erstens von einer biologistischen zu einer sozial konstruierten Kategorie. Und sie wird zweitens von der Seite jener nicht mehr denjenigen verstanden, die sozusagen Träger des Rassismus oder
die Subjekte des Rassismus sind, sondern die, die von denen, die rassifiziert wurden und Gewalt erfahren haben, also von der Seite der Opfergruppen. Und damit ist bereits eine erste Annäherung an den zweiten Begriff erfolgt, die in diesem Vortrag im Zentrum steht. Denn jene Politik, die strukturell auf diese beiden Transformationen beruht, kann man als progressive Identitätspolitik bezeichnen. Erlauben Sie mir nun einen kleinen Abstecher in die Zeit um 1945. Er scheint mir nämlich sinnvoll, um den Zusammenhang von Rassismus und Identitätspolitik etwas besser zu verstehen. Der Ausdruck Identitätspolitik tauchte irgendwann in den 70er Jahren auf und setzte sich noch später im Laufe der 80er Jahre durch. Seine politisch-epistemologischen Wurzeln allerdings reichen tiefer. Und wenngleich man natürlich kaum je auf echte Anfänge stößt, sondern stets wieder zurückgehen könnte in noch weitere Anfänge, scheint mir ein Text besonders einschlägig zum Verständnis der Identitätspolitik zu sein, nämlich Jean-Paul Sartres Essay Betrachtungen zur Judenfrage aus dem Jahr 1944. Dieser Text entstand in einer spezifischen geschichtlichen Situation, dem Abzug der deutschen Truppen aus Frankreich und auf der Basis von grundlegenderer Einsichten, die Sartre in seinem Hauptwerk Das Sein und das Nichts aus dem Jahr 1943 entwickelt hat. Ich kann das hier leider nicht ausführen. Ich sage nur so viel, dass Sartre auf dieser Grundlage die Möglichkeit von nicht essentialisierten Kollektiven auf der Grundlage einer Hegelschen Herr- und Knecht-Dialektik entwickelt hat und damit auf der Grundlage des Begriffs der Anerkennung. Dadurch wurde genau in dem Moment, als essentialisierte oder essentialisierbare Kollektive wie Völker, Rassen, Nationen desavouiert erschienen, eine neue und progressive Möglichkeit geschaffen, kollektive Subjekte zu denken. Die Knechte sind hier gewissermaßen, also Knechte in Anführungszeichen, sind hier gewissermaßen Produkte des Herrn. Die Herren reduzieren sie auf die vergegenständlichende Dimension eines für andere Seins. Sartres Clou besteht darin, dass die so zu einer spezifischen marginalisierten Identität vergegenständlichten, hier die Juden, diese Identität, die sie zugewiesen bekommen von den Antisemiten, nicht etwa leugnen, sondern annehmen und zum Ausgangspunkt ihres Kampfes gegen Diskriminierung machen sollen. Im Fall Sartres bedeutet das, der negativ diskriminierte Jude soll nicht in Ironie und Distanz versuchen auszuweichen, wenn es überhaupt möglich ist. Ich fühle mich als Mensch, nicht als Jude. Mich geht der Antisemitismus nichts an. Das wäre Sartres Folge unauthentisch, verleugnete die spezifische Situation im Antisemitismus. Genauso wenig soll sich der von Antisemiten als Jude angerufene und abgewertete selbstverständlich der Abwertung unterwerfen, sie übernehmen. Stattdessen gilt es, die Anrufung anzunehmen und als Grundlage einer dadurch ermöglichten Gruppenbildung zu begreifen. Die diskriminierte Identität soll also zum Ausgangspunkt einer Solidarisierung, Gruppenbildung und Politisierung gemacht werden. Und auf dieser Grundlage wäre eine Definition einer progressiven Identitätspolitik die folgende. Progressive Identitätspolitik besteht in einer kollektiven Selbstbestimmung auf der Grundlage einer abgewerteten Identität mit dem Ziel der Überwindung jener Hierarchie, die ihr zugrunde liegt. Diese enthusiasmierende Strategie wurde in vielen identitätspolitischen Bewegungen nach 1945 wirksam. Was Sartre anhand der Antisemiten und der Juden erprobte, ließ sich nämlich auch auf andere diskriminierte Identitäten übertragen. Das zeigt sich besonders deutlich bei Simone de Beauvoir,
die etwa etwas strukturell Ähnliches auf die Kategorie des Geschlechts übertrug. Biologie und Gesellschaftswissenschaft, schreibt sie, glaubten nicht mehr an die Existenz von unbeweglichen, fixierten Wesenheiten, Essentialismus, aus denen sich bestimmte Charaktertypen wie die Frau, der Jude, die Schwarzen herleiten ließen. Sie betrachteten vielmehr den Charakter als eine Sekundärreaktion auf eine Situation. Und ich zitiere jetzt Simone de Beauvoir. Wenn man die Begriffe des ewig Weiblichen, der schwarzen Seele, des jüdischen Charakters ablehnt, so heißt das nicht leugnen, dass es heute Juden, Schwarze oder Frauen gibt. Diese Meinung bedeutet für die Betroffenen keine Befreiung, sondern nur eine unredliche, unauthentische Ausflucht. Es ist klar, dass keine Frau, wenn sie ehrlich ist, so tun kann, als setze sie sich über ihr Geschlecht hinweg. Zitat Ende. Auch Fanons für den Postkolonialismus wegweisende Untersuchungen des Verhältnisses von Weißen und Schwarzen beziehungsweise der Kolonialherren und der Kolonialisierten ist von Sartres Operation beeinflusst. Und bekanntlich schrieb Sartre selbst das Vorwort zu dessen bekanntesten Werk vielleicht, Die Verdammten dieser Erde. Die Frage nun lautet, was passiert, wenn kollektive Subjekte einstiger abwertender Blicke ihrerseits über längere Zeiträume hinweg einem kritischen und abwertenden Blick unterworfen werden? Besteht dann nicht die Möglichkeit, ja die Versuchung, analog zur progressiven Identitätspolitik, die Abwertung durch andere authentisch anzunehmen und zur Grundlage eigener Gruppenidentität zu machen? Das ist sozusagen die zweite Frage, und damit komme ich zu meinem kleinen Märchen, um Ihnen das Ganze etwas mehr zu illustrieren und vielleicht näher zu bringen, um es ein bisschen von der theoretischen Ebene etwas herunterzubringen. Zweitens, kleines Märchen. Vor circa 2 Jahren hat die Autorin Caroline Emke eine prägnante kleine Erzählung publiziert, mit der sie die progressive Identitätspolitik anschaulich machen konnte und sie zugleich vor ihren Kritikern verteidigte. Nehmen wir an, schreibt sie, es gelte die Regel, dass nur Menschen von einer Körpergröße über 1,85 Meter, im Folgenden spreche ich einfachheitshalber auch von den Großen, in die Oper gehen dürften. Alle anderen, weniger Großen, nicht. Die Personen nun, die abgelehnt wurden, verstanden zunächst nicht, meint sie, wie ihnen geschieht und glaubten anfangs noch an einen Irrtum. Ihr Ticket, das Datum, alles stimme. Dann fiel ihnen auf, dass sie nicht allein abgewiesen worden waren, sondern dass andere dasselbe widerfahren ist. Schließlich entdeckten sie ein Kriterium, das zwar willkürlich, was den Genuss der Musik angeht, aber doch systematisch angewendet würde, ihre Körpergröße. So verschieden sie individuell auch sein mochten, so unwichtig ihnen selbst ihre Körpergröße auch erschienen sein mochte, sie teilten nun etwas gemeinsam, wurden durch eine strukturelle Erfahrung mit all den anderen verbunden, sie wurden ausgeschlossen. Anfangs beschwerten sie sich einzeln, mit der Zeit, da ihre Einsprüche abgewiesen wurden, protestierten sie zusammen und weil sie aufgrund ihrer Körpergröße ausgeschlossen wurden, kamen sie nicht umhin, die Körpergröße zu thematisieren, ihre eigene und die der anderen. Zitat Emke, das ist ein Paradox, das sie nicht vermeiden können, wenn sie etwas ändern wollen an der ungerechten Behandlung. Sie müssen das, was ihnen selbst unwichtig erscheint, wichtig nehmen. Sie müssen sich selbst wahrnehmen als Angehörige einer Gruppe, die so nicht bestünde, würden alle Opernliebhaber gleich behandelt. Das aber werde im Diskurs um Identitätspolitik gerne unterschlagen. Ich zitiere,
Wer sich wehrt gegen Ungleichbehandlung oder Ausgrenzung, muss notgedrungen oft in Kategorien argumentieren, die selbst erst durch die Ausgrenzung entstanden sind. Kritiker der Identitätspolitik unterstellten Angehörigen von Minderheiten häufig entweder, dass sie liberale Gesellschaftsmodelle oder universelle Prinzipien ablehnten, weil sie Werte kulturell relativierten, oder dass es keine Konzepte von essentieller Identität brauche, sondern gerade eine Orientierung an den universellen Prinzipien von Freiheit und Gleichheit. Um eine konkrete Diskriminierung zu belegen, bedürfe es aber, ich zitiere wieder, einer dichten Beschreibung der Art und Weise, in der benachteiligt wird. Und da kämen dann Hinsichten wie Körpergröße oder jetzt übertragen, Hautfarbe, Geschlecht und so weiter ins Spiel. Emkes Gedankenexperiment, wie sie selbst es nennt, vermag, glaube ich, sehr gut, zwei Probleme der Kritik an der progressiven Identitätspolitik zu veranschaulichen. Die Kritik, diese sei partikularistisch und relativistisch und Forderung, man solle sich doch lieber gleich auf universellen Prinzipien stützen. Nicht Black Lives Matter, sondern All Lives Matter. Das kennen wir vielleicht, diese Diskussion. Ich denke, da hat sie recht. Allerdings enthält es auch eine bemerkenswerte Leerstelle. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Dieses Märchen verliert kein Wort über das Eintrittsgeld. Aber erst wenn man dieses Element in die Geschichte einschreibt, ist man in der Lage, das Gedankenexperiment um jene Wendung weiterzudrehen, die es erlaubt zu verstehen, warum die Kritik an der progressiven Identitätspolitik so deutlich zugenommen hat, und zwar eben nicht nur von Seiten von rechts, sondern auch von pointiert linker Seite. Wenn man nun das Märchen um diesen fehlenden Faktor Eintrittsgeld ergänzt, kann man vielleicht etwas besser nachvollziehen, warum es überhaupt zu so etwas wie einer rechten Identitätspolitik kommen konnte. Die Fortsetzung des Märchens lautete dann in etwa so, das ist jetzt meine Fortsetzung: Weil lange Zeit nur größere Menschen in die Oper hineingelassen wurden, konnte das unter den weniger Großen die Fehleinschätzung begünstigen, als ob alle über 1,85 Meter in die Oper hineinkämen. Tatsächlich aber war das nie der Fall gewesen. Vielmehr waren stets auch die meisten Großen nicht hineingekommen, aber nicht wegen der Körpergröße, sondern weil sie sich das teure Eintrittsticket nicht leisten konnten. Es hatte eine Zeit gegeben, in der Ausgeschlossene, ob über oder unter 1,85 und viele Opernbesucher dies als ungerecht fanden. Sie alle kämpften gemeinsam dafür, das ist, glaube ich, die märchenhafteste Stelle meines Märchens, dass möglichst viele, die hinein wollten, diese Möglichkeit haben sollten. Und irgendwann gelang es immerhin, dass niemand wegen der Körpergröße ausgeschlossen werden durfte. Auch wurden einige günstige Tickets eingeführt für die, die sich den Eintrittspreis nicht leisten konnten, wenn auch nur wenige. Doch obwohl nun formalrechtlich niemand mehr ausgeschlossen wurde und die Zahl der weniger Großen in der Oper tatsächlich langsam zunahm, blieb die deutliche Mehrheit in der Oper weiterhin über 1,85 Meter. Das empörte die weniger Großen und sie kämpften dagegen. Und so begann über 1,85 Meter allmählich zur Chiffre zu werden für in die Oper hineinkommen, obwohl das nur für eine Minderheit unter ihnen wirklich der Fall war. Jene Großen aber, die nie eine Oper von innen gesehen hatten, aber auch jene, die Angst hatten, sich die Oper bald nicht mehr leisten zu können, ärgerten sich darüber. Aber wenn sie Ärger artikulierten, bekamen sie immer das Gleiche zu hören. Warum beklagt ihr euch? Ihr seid über 1,85 Meter und euch geht es immer noch besser als den weniger Großen. Euch wurde der Eintritt nie prinzipiell verwehrt. Selbst solche Kleineren, die Erfolg hatten und die täglich in der Oper gesehen wurden und sich dort inzwischen ganz gut mit den Großen verstanden, sprachen abfällig über die Großen, auch und gerade über die, die nicht oder nicht mehr in die Oper hineinkamen und sich darüber ärgerten. Und nachdem das länger so ging, begann für diese die Kategorie über 1,85 Meter,
die ihnen zunächst wenig bedeutet hatte, relevant zu werden. Und sie begannen, sich zusammenzutun, so wie sich einst jene zusammentaten, die wegen ihrer Körpergröße ausgeschlossen waren. Aber obwohl es Ähnlichkeiten zu ihnen selbst gab, hatten die Letztgenannten dafür keinerlei Verständnis. Und auf diese Weise spaltete sich die Gesellschaft zunehmend in zwei Teile und alle, die versuchten zu vermitteln, gerieten zwischen die Fronten und wurden am heftigsten kritisiert. Soweit das Märchen von der Identitätspolitik und ihrer Vollendung dadurch, dass sie auf die Seite derjenigen wechselte, die lange Zeit nicht als sie nicht Opfer par excellence angesehen wurden, weil sie am wenigsten von allen das Recht hätten, selbst eine Gruppe zu bilden. Und weil es ein Märchen ist, ist vieles daran schief und vereinfachend. Vor allem sind die sogenannte Statuspanik, ein Ausdruck von Charles Wright Mills, aufgrund des Verlustes an Überlegenheitsgefühlen gegenüber den Kleineren, die Angst davor, demografisch in die Position der Minderheit zu geraten, all die reaktionären Gefahren, rassistische, homophobe, frauenfeindliche, die hier damit zusammenhängen, alle großzügig ausgeklammert. Aber was ich zu zeigen versuchte, konnte damit hoffentlich leidlich illustriert werden. Die Möglichkeit eines Überspringens einer identitätspolitischen Selbstkonstitution auf die andere Seite der Unterscheidung. Drittens und letztens, gegenwärtige Polarisierung. 2013 habe ich in meinem schon erwähnten Buch »Der weiße Mann« eine Entwicklung befürchtet und beschrieben, in der jene, die am längsten geschont waren, die weißen heterosexuellen Männer, sich selbst identitätspolitisch als markierte Minderheit begreifen könnten. Spätestens seit der Wahl Donald Trumps 2016 scheint eben dies offenkundig geworden zu sein. Mein Eindruck ist nun, dass die wachsende Polarisierung, die wir heute erleben, auch damit zu tun hat, dass sich auf der Grundlage einer progressiven Identitätspolitik inzwischen eine rechte Identitätspolitik entwickelt hat, dass also die Kategorien Rasse oder Geschlecht nicht mehr nur Objekte oder Opfer solcher Zuschreibungen betrifft, von ihnen zur Politisierung verwendet werden, sondern dass mittlerweile auch jene, die in dieser Identitätspolitik auf der anderen Seite standen, als Subjekte oder zumindest als Nutznießer solcher Zuschreibungen, nun sich ihrerseits über diese Zuschreibungen zu konstruieren beginnen. Die radikalste Form einer solchen rechten Identitätspolitik ist die positive Übernahme der Zuschreibung von Seiten der progressiven Identitätspolitik, einer positiven Übernahme der Zuschreibung Rassist oder White Supremacist. In Kreisen der sogenannten Alt-Right scheint genau das passiert zu sein. Und hier auch lässt sich am deutlichsten jener strukturell neue Rassismus untersuchen, von dem ich zu Beginn sprach, einer, der nicht mehr auf der Basis biologistischer oder essentialistischer Rassenlehren gründet, wie große Teile des Rassismus des 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts, sondern auf der Grundlage einer antirassistisch angelegten Identitätspolitik. Habe ich noch ein bisschen Zeit? 5 Minuten. Ich probiere es, ja. Die Übernahme einer Rassismuszuschreibung ist aber nur als die extremste Form einer solchen rechten Identitätspolitik Identitätspolitik und bleibt hoffentlich eine eher marginale Variante. Sie gilt es mit allen Mitteln zu bekämpfen. Ein Großteil der rechten Identitätspolitik steht dagegen insofern näher an der progressiven Seite, als sich hier Gruppen auf der Grundlage einer gemeinsam empfundenen mangelnden Anerkennung zu konstituieren scheinen. Das reaktionäre Potenzial ist auch hier deutlich erkennbar. Denn auch hier geht es nicht um die Überwindung von sozioökonomischen Hierarchien, sondern um die Erhaltung oder Wiederherstellung eines Zustands, von dem deutlich geworden sein sollte, wie sehr andere darin diskriminiert waren. Gleichwohl sollte man nicht verkennen, dass die progressive Identitätspolitik jenen, die identitätspolitisch auf die Seite der Dominanten einnehmen, keine befriedigende Stelle in der Struktur anbieten kann. Die Nichtberücksichtigung der eigenen Situation erscheint als Ignoranz, also als uneindeutige Mischung aus Naivität und Täuschung. Die Selbstthematisierung, die sich nicht auf eine Internalisierung des kritischen Blicks des anderen beschränkt,
erregt sofort Misstrauen. Gruppenbildungen auf der Grundlage dominanter Kategorien erscheinen sofort als reaktionäre Provokation. Ein grundsätzliches Problem habe ich anhand von Caroline Emke bereits angedeutet. Es wurde als Konflikt zwischen Anerkennung versus Umverteilung bereits 2003 in einer bekannten Kontroverse zwischen Axel Honneth und Nancy Fraser ausgetragen. Es besteht darin, dass in der progressiven Identitätspolitik die Betonung von Anerkennungsfragen häufig zulasten der Berücksichtigung sozioökonomischer Probleme einherging. Diese Schlagseite der progressiven Identitätspolitik hat zur Folge, dass unter den Kategorien weiß, heterosexuell, männlich fällt, einseitig mit privilegiert gleichgesetzt wird. Anders als Rechtspopulisten Glauben machen wollen, bedeutet das wohlgemerkt nicht, dass mittlerweile Weiße oder Männer verglichen mit anderen Gruppen benachteiligt werden. Im Gegenteil, sowohl mit Bezug auf ihre sozioökonomische Situation als auch auf die Anerkennung sind sie nicht schlechter, sondern besser als die meisten anderen Gruppen gestellt. Was sie im Zuge der progressiven Identitätspolitik erfahren haben, Gegenstand negativer Markierungen zu werden, haben alle anderen schon längst und weitaus schmerzhafter bereits vor ihnen und durch sie erfahren müssen. Plus ergibt in diesem Fall aber noch nicht einfach mehr Plus. Weil auch viele Weiße und Männer mit Abstiegssorgen zu kämpfen haben oder bereits abgehängt sind, sie aber aus identitätspolitischer Perspektive, die häufig eben einseitig Anerkennungsfragen in den Vordergrund stellt, einseitig als privilegiert erscheinen, waren sie lange die einzigen, deren spezifischen Schwierigkeiten wenig Beachtung und keinerlei Anerkennung erfuhren oder Empathie zu verdienen schienen. Im Gegenteil, wie David Wong in einem vielbeachteten Beitrag kurz vor der Wahl Trumps mit Blick auf die sozial prekären Weißen geschrieben hat: "You are everyone's punching bag, one of society's last remaining safe comedy targets." Und das ist die spezifische psychopolitische Dimension des Problems. Man glaubt sich selbst dann fällig über diese Kategorien äußern zu können: White Trash, Hillbilly, toxische Männlichkeit, alte weiße Männer etc., wenn man ihnen gegenüber in vielerlei Hinsicht durchaus privilegiert sein mag. Das Checken der eigenen Privilegien, eine wichtige, mir scheint, Strategie im Umgang mit Differenz, auch und gerade mit strukturellem Rassismus, ist keine Einbahnstraße. Das gilt auch für Bildungsprivilegien und ich wundere mich immer wieder, mit welcher Leichtfertigkeit die mangelnde Bildung nicht nur der politischen Gegner, was berechtigt wäre, sondern auch ihrer Wähler zum Gegenstand von Hohn gemacht wird. Hier muss ich an einen Satz von Stefan Zweig denken, der in Die Welt von gestern, Erinnerung eines Europäers, schrieb: "Nichts so sehr als dieser Bildungshochmut hat die deutschen Intellektuellen verleitet, in Hitler noch den Bierstubenagitator zu sehen, der nie ernstlich gefährlich werden könnte, als es längst schon dank seiner unsichtbaren Drahtzieher sich mächtige Helfer in den verschiedensten Kreisen gewonnen hat." Zitat Ende. Anstatt die Gegner lächerlich zu machen und damit gefährliche Polarisierungen noch zu verstärken, scheint mir ein Ansatz wie der Ali Hochschilds allemal fruchtbarer, die 2016 in ihrem bemerkenswerten Buch Strangers in Their Own Land, Anger and Mourning in the American Right, eine Tiefengeschichte entwarf, mit der sie die gefühlte Wahrheit der Wähler Trumps abbildete, die ihr eine Empathie mit ihnen erlaubte, ohne ihre Wahrnehmung deswegen zu teilen oder auch nur zu rechtfertigen. Ich komme zum Schluss. Gerade wenn man vor diesem Hintergrund sowohl verstehen kann, dass sich hier Menschen als Opfer begreifen können, als auch, warum sie von einer progressiven Identitätspolitik nicht als solche anerkannt werden, wird die rechte Appropriation der Identitätspolitik dadurch nicht beruhigender. Im Gegenteil, indem nämlich mit der Identitätspolitik auch die mangelnde Berücksichtigung sozialer und ökonomischer Fragen auf die andere Seite der Unterscheidung wandert, wird sie gerade hier akut. Gerade dadurch laufen Menschen, die sich auch als Opfer verstehen können, nämlich Gefahr, nicht die Ungleichheiten und die Ausbeutung eines bestimmten Wirtschaftssystems zu adressieren, sondern sich als Opfer jener misszuverstehen, die sich gegen Abwertung und mangelnde Anerkennung konstituierten,
also als Opfer der Opfer. Daher scheint mir gerade hier die Balance zwischen berechtigtem Schmerz und Destruktivität besonders prekär zu sein. Eine Folge dieser Konflikte ist die Erkennbarkeit der Identitätspolitik selbst. Indem sich der Rechtspopulismus durch die Appropriation der Identitätspolitik gegen die progressive Identitätspolitik, also Identitätspolitik gegen Identitätspolitik, wendet, wird diese unvermeidlich reflexiv und dadurch erst eigentlich in ihren Grenzen erkennbar. Was in seinen Grenzen erkennbar wird, ist, wird überschreitbar. Wir stehen daher vielleicht am Höhe- und damit Umpunkt einer identitätspolitisch geprägten Epoche. Für jene jungen Menschen, die sich gerade auf der Grundlage einer in ihrer dramatischen Endlichkeit erkennbar gewordenen Erde politisieren, mag identitätspolitische Epoche bereits jetzt Vergangenheit sein. Vielen Dank.